Guten Morgen. Ich habe auch nicht dich gemeint. Okay. Wir haben ein neues Video für euch jetzt. Was für ein Anfang. Und ja. Und ich habe mir so überlegt, wir müssen ja, also wenn wir mal einen Vlog drehen, müssen wir das ja nicht unbedingt nur einen Tag lang oder so machen. Ich habe schon immer mal gesehen, dass es Leute über mehrere Tage gemacht haben und es ist trotzdem interessant. Wieso sollte es nicht interessant eben sein? Und kommt darauf an, was man macht. Ja, genau. Wir waren gestern oder vorgestern einkaufen und da habe ich schon eine Szene gedreht. Leider hochkant, aber die könnt ihr jetzt gleich sehen. Das war so wie so ein bisschen der Anfang, aber wir haben halt noch kein Intro. Und ja, jetzt ist früh am Morgen und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Und mal sehen, was wir heute noch so machen. So, ihr seht gleich den Philipp, wie der hier um die Ecke kommt. Und er kauft 1 Liter Chili-Soße. Das ist ein bisschen krank. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, der findet überhaupt hier das Regal, wo ich jetzt bin. Ich bin hier bei einem Gummibärchen. Ich habe mir gerade hier eine riesen Portion Bananen mitgenommen. Philipp, was hast du da in der Hand? Ja, was hast du in der Hand? 140 ml Chili-Soße. Wieso nicht 1 Liter? Ja, ich mich verguckt habe. Ah, gibt es kein 1 Liter? Nein, ist sogar Veggie. Bist du jetzt traurig? Ich hoffe, die schmeckt doch überhaupt nicht. Das ist ja 1 Liter Chili, so die nicht schmeckt, oder fast 1 Liter. Dann können wir Ratten töten. Möchte dich. So, jetzt gibt es eine Portion Vitamine. Und hier unten seht ihr tatsächlich Spinat, aber das schmeckt wirklich. Und es sieht auch richtig cool aus, wenn das dann püriert ist. Dann ist es so grün. Erstmal ein bisschen was gefrühstückt und der Kleine schläft gerade. Ich wollte euch mal zeigen, wir haben gestern Besuch gehabt und haben so ein paar Babyspielsachen bekommen, die total süß sind. Das ist zum Beispiel so ein Knisterbuch und wenn man hier drauf drückt zum Beispiel, dann quietscht das und hier der Fisch, der kann rasseln und sowas. Ich mache das jetzt nicht, weil der Kleine hier drüben schläft, aber ja, das haben wir bekommen, das wollte ich euch zeigen. Dann haben wir Lätzchen. Hier mit dem Teddy und das hier finde ich so süß, so ein kleines Krawattenlätzchen. Das ist richtig niedlich. Muss ich alles nachher mal in die Wäsche tun. Dann haben wir hier noch so ein, was ist das? Ein Hase. Den kann man hier oben mit dem Ding entweder an den Spielebogen festmachen oder an Autokindersitz oder so. Und der kann auch so klappern und der ist total süß. Und dann halt noch so ein paar Anziehsachen und ja, hier ist auch noch so ein Teil, das kann man auch hier mit dem Ring so irgendwo festmachen und das ist so in dem Stil, ich weiß nicht, ob ihr das Video geguckt habt, wo wir gezeigt haben, dass wir eben so einen kleinen Spielebogen für einen Autokindersitz haben und da ist genau dasselbe Häuschen und so drauf und auch die Eule und alles und das hier macht so coole Geräusche. Ja, und dann halt hier noch so ein bisschen Kleinkram. Hoch hier so ein Badebuch, das finde ich auch total süß. Das brauchen wir jetzt natürlich noch nicht, also er badet natürlich, aber dabei braucht er momentan eben noch keine so eine Unterhaltung oder so. So, guten Morgen, wie ihr seht, bin ich heute mal ein bisschen früher unterwegs und zwar geht es heute zum Rückbildungskurs, also so gymnastikmäßig. Ich kann eigentlich auch erstmal die Kamera drehen. So, und ich bin jetzt irgendwo und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin jetzt erstmal mit Navi hergelaufen. Ich hoffe, ruhig so finde ich es. Ja, ich war hier halt noch nie in dem Stadtteil. Keine Ahnung. Aber theoretisch bin ich gleich da, in so 300 Metern oder so. Dann mal gucken. Also der Kleine schläft noch ganz fein. Aber dann magst du eben mit dem Kinderwagen geschoben zu werden. Ja, und ich hoffe, ich finde dann alles. Und ja, mal sehen. Wahrscheinlich melde ich mich auf dem Rückweg wieder. Oder dann zu Hause. Mal gucken. So,
ich bin jetzt fertig mit dem Kurs. Der Kleine hat relativ gut durchgehalten. Also am Anfang war er die ganze Zeit total entspannt, lag rum auf der Matte und alles dann zwischendrin, wo dann so die richtigen Übungen, sag ich mal, losgingen nach dem Aufwärmen, war er dann nicht entspannt. Da habe ich ihn dann so ein bisschen rumgetragen. Und dann hat er zwischendrin nochmal geschlafen, also im Kindersitz. Da haben aber sehr viele andere Babys geweint. Ich glaube, das war ihm zu unruhig. Wenn er in Ruhe einschläft, dann ist es okay, wenn es danach unruhig ist. Aber wenn er schon in der Unruhe einschläft, dann schläft er nicht so tief. Ja, aber jetzt schläft er wieder im Wagen und wir laufen jetzt heim. Und ja, also es war eigentlich ganz gut. Und ich denke mal, das klappt auch die nächsten Male. Ich muss jetzt erstmal über die Straße. Also wie gesagt, es war ganz gut und... Ja, wir haben übrigens den dreckigsten Kinderwagen überhaupt. Da standen unten mehrere, die so die Babyschale auf das Kinderwagengestell hatten, wie wir halt. Und bei uns klebt einfach Schafkacke an den Rädern. Die ganzen anderen Kinderwagen waren alle sauber. Ich habe mich heute früher voll eingesaut, als ich den aus dem Keller geholt habe. Na, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause und dann mal gucken, was heute noch so passiert. Ich habe gerade Post bekommen. Nicht wundern, der Kleine schläft auf meinem Arm und schnarcht. Ich werde die gleich mal aufmachen. Das ist für Philipp ein Pullover, den habe ich bestellt. Und das andere, was ich bestellt habe von demselben Laden, oder Online-Shop halt, das kam am Samstag. Ja, das kam am Samstag. Also es sollte am Samstag geliefert werden. Wir waren beide zu Hause, die Klingel war an, wir haben nicht geschlafen und wir haben trotzdem einen Zettel im Briefkasten gehabt und müssen es dann nachher noch abholen. Das sind noch Sachen für den Kleinen gewesen. Ich habe mich so drauf gefreut. Ich hatte das am Freitag nach 12 bestellt und am Samstag Vormittag wurde es geliefert. Also es war nicht mal 24 Stunden später da. Das ist so krass. Aber die Post wollte nicht. Und jetzt habe ich halt den zweiten Teil der Bestellung wenigstens persönlich bekommen. Und den Rest holen wir dann einfach nachher ab. Und eigentlich sollte ich heute noch was bekommen, was dann irgendwie mit Expresszustellung, mit Unterschrift und so. Da habe ich gerade den Postboten gefragt, der meinte, er hat das nicht. Das kommt später, wenn das mit Expresslieferung ist. Mal gucken. Ja, ich mache das jetzt mal auf. Oh, das ist ein Weihnachtspullover, wenn es scharf stellt. Der ist so, also es ist schwarz, glaube ich, auf weiß. Ich kann ja mal auspacken. Ich hoffe, der passt von der Größe. Das ist eine M. Ja. Also ich habe den Kleinen jetzt ablegen können. Der schläft jetzt hier neben mir. Aber ich habe jetzt trotzdem nur eine Hand, weil ich filme. Aber das schaffen wir auch einhändig. So. Mit Papier und so. Das ist eine ja, vor allem für Weihnachtsedition irgendwie. Ich stelle mal die Kamera auf und dann halte ich euch den mal hoch. Ohne Witz, ich wirklich schlauer oder eben auch nicht schlauer Mensch habe, glaube ich, gerade wieder hochkant gefilmt. Ja, das ist der Pullover. Der ist jetzt nicht so dick, aber ich finde den total schön. Ich hoffe, Philipp freut sich. Ich habe ihn den schon online gezeigt. Also ich hatte ihn bestellt und er war da eben nicht da, aber er wollte halt schon länger mal so einen richtigen krassen Weihnachtspullover mit nur Weihnachtsmuster haben. Genau, und auf jeden Fall hat er den online schon gesehen, meinte er, gefällt ihm. Und ich hoffe, wenn er ihn dann in echt sieht, findet er ihn auch schön. Ich finde ihn schön, ich würde ihn auch anziehen. Der sieht jetzt wirklich groß aus. Naja, er muss ihn nachher einfach mal anprobieren. So, mein zweites Paket ist da. Was da drin ist, verrate ich euch jetzt nicht. Dazu gibt es ein extra Unboxing. Und der Kleine sitzt gerade auf meinem Arm. Ich habe ihn auf dem Arm, deswegen muss ich hier so rumwackeln. Er ist gerade ein bisschen unzufrieden und ich... Hallo? Ja, jetzt. Ist der flauschig? Oder ist der... Wie ist der... Weicher als der andere. Der ist halt anders. Der ist wahrscheinlich ein anderes Material, der ja. Der ist dünner, aber wahrscheinlich trotzdem wärmer, weil dann hier zieht es ja durch. Und der hat ja gefühlt solche Maschen. Passt der? Gefällt der dir? Den behalte ich an, wenn ich. Cool. So, auspacken. So, wir waren jetzt gerade nochmal unterwegs und sind jetzt wieder zu Hause, sonst könnte ich das Video nicht drehen. Also zumindest nicht zu Hause auf dem Teppich. Genau, wir haben ein bisschen was gekauft.
und ein bisschen was abgeholt. Das war bei der Post, weil wir da nicht da waren, als es kam, beziehungsweise weil die Post nicht geklingelt hat. Ja, das habe ich aber schon erzählt, habe ich mich schon drüber aufgeregt. Ist ja auch egal, auf jeden Fall ist sie jetzt da. Das sind Klamotten für unseren Zwerg. Und ich schneide das mal auf. So, wir haben hier etwas ohne Öffnung, oder? Ach nee, hier fängt es an. Nee. Findest du es hässlich? Also kann sein, dass wir zurückschicken? Oder würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Wir müssen noch rumdrehen, wird es besser. So, wir haben hier drei Langarmbodies für unseren süßen Zwerg. Größe steht hier 3 bis 6 Monate. 62, 68. Nee, hier steht nur 68. Ja. Ach so, egal. Genau. Einmal mit einem ganzen Tuch, die hängen ja alle zusammen, mit einem ganzen Zoo drauf. Einmal in Blau mit einer ganz süßen Tasche. Hat der Zoo auch eine Tasche? Nee, oder? Nee. Und einmal in Grau mit einem ganz süßen Eisbär. Zeig mal. Oh, ist der süß! Ja. Der ist draufgestickt, oder? Ja. Das andere ist gedruckt und ist gestickt. Ein Weihnachtspullover. Ein ganz toll süßer Weihnachtspullover. Größe auch 3 bis 6 Monate, 68. Der ist süß. Ja, alles ein bisschen dunkel, aber ist egal. Es ist irgendwie individuell. Schön belichten kann ja jeder. So, dann haben wir noch ein Weihnachtspullover. Wahrscheinlich auch in der 68, richtig? Richtig. Der ist auch sehr süß. Oh ja. Ich glaube, ich finde den auch noch cooler. Weil der erstens diese Knöpfe hat. Mhm. Und zweitens, weil das so ein bisschen. Ja, von den Farben. Die Farben, ja. Aber das ist halt so richtig Weihnachtsmuster. Ja. Den hier gab es bei der Ganzjahreskollektion. Und ich habe jetzt auch einen neuen Weihnachtspullover. Ey, wie viele Weihnachtspullover wir. Also, der Kleine hat jetzt gerade auf jeden Fall noch einen an. Ja, also ist das. Da hat er jetzt drei. Ja. Und ich habe jetzt auch drei. Drei. Du hast keinen, weil das war ja, fraglos. Ich würde sagen, ich trage eure dann, aber ich trage deine. Also, ich würde gerade sagen, in deine passt du nicht rein, da kannst du dich anstrengen, wie du möchtest. Aber du kannst auch dir mal einen eigenen aussuchen, vielleicht mit rosa oder sowas. Ich habe die alle da gesehen, die es gab, aber die fand ich nicht so schön. Noch einen Zoo. Cool. So, da seht ihr gerade den angesprochenen Pinguin. Ich finde den so süß. Jetzt zoome ich mal eben wieder raus. Ich finde das einfach cool, dass auf dem einen die Tiere alle groß sind, auf dem anderen klein. So. Genau. Und dann haben wir das nochmal einfach dieselben Farben wie auf den anderen in Streifenform. Gefällt dir? Ja. Das Schaf sagt einfach Hi. Kein anderes Tier macht was, nur das Schaf sagt. Aber auch nur eins von den Schafen. Nee, da ist noch eins drüben. Ah ja, hier. Das haben wir noch. Ja, das haben wir gekauft gerade. Genau. Und zwar einfach so ein Verdunklungsrollo. Aber mit so Lamellen für sein Zimmer. Damit wir in der Nacht auch einfach da mal abdunkeln können, wenn er dann in seinem Zimmer steht. Im Moment. Nacht, vor allem abends halt. Oder abends, wenn es noch hell ist, aber nachts ist ja meistens dunkel. Im Moment schläft er ja noch bei uns. Aber. Wir haben sogar ein Rollo. Wir haben sogar ein Rollo, machen es nur nie runter. Ja, weil es ja jetzt immer schön dunkel ist. Ja, weil ich es auch nicht mag, wenn es zu dunkel ist. Wozu haben wir dann ein Rollo? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich hätte mir auch nie ein Rollo gekauft. So. Nein, ich war nicht Skifahren, wir waren gerade eben draußen. Das Video dazu folgt
Nächste Woche? Das dauert noch ein Stück. Na gut, dann dauert das noch ein Stück. Wir haben so viel vorproduziert. Müsst ihr euch noch ein Stück gedulden. Ja, auf jeden Fall waren wir draußen. Ich dachte, es wird kalt. Es war aber nicht kalt. Auf jeden Fall ist damit das Video zu Ende. Du lachst schon wieder. Ja. Ja, also damit ist jetzt das heutige Video zu Ende. Wir hoffen, ihr seid nicht traurig. Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Kommentiert, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich glaube, gibt's noch was zu sagen? Zum nächsten Video? Oder zu dem jetzt? Nee, wenn irgendwelche Fragen bezüglich der gezeigten Produkte entstehen, können dann wir dann in den Kommentaren die verlinken. Aber ich würde jetzt nicht die Sachen einzeln hier da unten Genau. Packen. Also bis zum nächsten Video.